Christina! Hallo liebe Berliner und Berlinerinnen, liebe Gustl Mollat Unterstützer und Unterstützerinnen. Lieber Gustl, wir haben uns hier versammelt, weit weg von dir. Wir stehen nämlich in Berlin-Mitte und ich komme gerade von Potsdam-Berlin-Stadtgrenze. Deswegen bin ich ein bisschen spät eingetrudelt. Wir stehen direkt vor dem Gebäude der Bayerischen Vertretung beim Bund. Aber in Gedanken sind wir bei dir, Gustl. In deiner... Seit 7 Jahren. Also ich sollte ja was vorlesen und nicht selber noch dazu was erzählen. Also, in Gedanken sind wir bei dir, denn das hier ist eine Gustl-Mollat-Mahnwache. Das Thema unserer Mahnwache ist Freiheit und Gerechtigkeit für Gustl-Mollat, ihr lieben Bayern. Gegen Willkür in Justiz und Psychiatrie in der BRD. Wir verlangen als erstes natürlich deine Freiheit. Aber wir verlangen nicht Gnade für dich. Du bist falsch beschuldigt und falsch verurteilt worden. Deswegen verlangen wir ein neues Verfahren, in dem erstens die Wahrheit ans Licht gebracht wird und weitere Verfahren, in denen zweitens die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Wir solidarisieren uns mit dir persönlich, aber wir solidarisieren uns ganz in deinem Sinne auch mit den vielen anderen, die zu Unrecht oder unverhältnismäßig bestraft worden sind und jetzt leiden. Wir bewundern deine Charakterstärke, die du aufgebracht hast während der langen Jahre des Psychoterrors im bayerischen Forensikum. Du sollst die Gewissheit haben, dass wir nicht ruhen werden, bis schon bald die Stunde deiner Freiheit kommt. Und bis dahin und über alle Zeiten hinaus sind wir natürlich mit dir solidarisch. Jetzt erstmal bis zum Erweis deiner Unschuld und bis die ganze Wahrheit aufgedeckt ist. Wir fordern deine Freilassung aus der Psychiatrie. Berlin, Sonnabend, 6. Juli 2013. Nina Hagen, und bitte unterschreibt alle. Ich glaube, sieht doch aus.